Hey Leute, der Griver hier. Willkommen zur nächsten Runde von Hearts of Iron 4. Wir spielen immer noch momentan als Deutsches Reich und ich hoffe wirklich, dass wir es irgendwie schaffen, das Heilige Römische Reich zu gründen. Ein paar Staaten kontrollieren wir schon, die wir brauchen. Aber wir brauchen, okay, Luxemburg ist nicht so schlimm. Böhmen und Mähren. Die Sudetenlande. Romagna, Toskana haben wir schon, Österreich und Niederlande und Belgien. Also wir brauchen auf jeden Fall die drei Dinger hier, das ist klar. Böhmen und Mähren. Also hier Österreich auf jeden Fall. Hier ist Böhmen und Mähren. Hier sind die Sudetenlande. Also wir brauchen auf jeden Fall die Tschechoslowakei. Muss mal ganz kurz, wir können ja trotzdem mal weitermachen. Wir müssen jetzt eh noch drauf warten, dass der Krieg vorbeigeht. So blöd es klingt. Das können wir auf jeden Fall noch machen. Ja, wir haben absolut keine Manpower mehr, also wirklich gar nicht mehr. So, hier ist Emilia Romagna. Das heißt also, Italien brauchen wir noch ein bisschen. Da aber eigentlich wirklich überhaupt nicht mehr viel. Das ist echt krass. Wäre echt cool, wenn man das hier so, wenn man so rüber hovert, dass das dann so aufleuchten würde, was man braucht. Österreich, Niederlande ist klar. Belgien ist auch klar. Wo ist denn Istrien? Istrien. Istrien, um Gottes Willen. Bosnien. Sag nicht, dass das hier ein Stück von. Nee. Ich hatte immer Angst, dass ich dann noch ein Stück von England brauche. Aber das ist nicht der Fall. Ah, hier, guck mal. Jugoslawien. Okay, Jugoslawien brauchen wir auch. Aber wir haben es ja schon eingekriegt. Aber wir müssen Tschechien auf jeden Fall noch kriegen. Die sind alle demokratisch. Hier, also was mit euch hier los ist, was verstehe ich auch nicht. Die mögen uns auch überhaupt nicht. Das ist okay. Verbesserte Pack. Die bauen wir ja gerade auch noch, ne, oder? Ja. Können ruhig ein bisschen was in die Bank reinhauen. Artilleriepack 6,5 Tonnen, ja, das ist völlig okay. Wir haben ein verfügbares Kriegsziel gegen die Russische Föderation. Theoretisch könnten wir gegen Russland nochmal was machen, aber die sind bei den Alliierten. Das wird nix. Ja, wir kriegen noch ein bisschen Manpower zusammen. Ziemlich viel sogar. Das dauert aber ein paar Monate, ehe sich das auffüllt. Ich glaube, ich habe sogar. Habe ich eingestellt, dass erstmal die anderen aufgefüllt werden sollen? Oder. Nee, habe ich nicht. Ich habe die hier gemacht. Okay, ich mache mal erstmal, dass das alles verstärkt werden soll. Das ist okay. Ja, wir machen mal den Panther, hauen wir mal rein hier. Da müssen wir auf jeden Fall noch unsere Sachen verbessern. Also Öl sollte überhaupt kein Problem mehr werden. Wichtig ist jetzt einfach erstmal nur, dass die ganzen Armeen, die ich noch habe, aufgefüllt werden. Na, die Faschisten hier. Ich bin jetzt bei noch Bedarf. Alle Erwachsenen? Ne, das ist zu krass. Wir hauen mal das hier rein, dann sind wir da jetzt komplett voll. Ob und wie wir es komplett so brauchen, ist erstmal dahingestellt. Es ist unglaublich wichtig, dass wir die drei Dinger hier so schnell wie möglich einnehmen.
cool, die sind nicht mal bei den Alliierten. Das heißt, vor die Dänen brauchen wir uns auch immer nicht sorgen. Aber alles andere hier. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass die Japaner hier überhaupt nicht besiegen können. Weil die verdammt nochmal nicht auf dem Festland irgendwie landen können. Vor allem ist Amerika mit im Krieg, oder? Ja. Die kommunistischen Staaten von Amerika. Alles klar. So, Mannstärke, das ist okay. Ja, ich überlege noch, ob ich die Kraftfahrzeuge hier mache. Warte mal. So. Panzerungsgrad nur 10%, weiß ich nicht. Hier 50%. Zuverlässigkeit 80. Geschwindigkeit nur 8. Hat einen höheren Treibstoffverbrauch, aber Durchschlagskraft und Verteidigung. Die gehen ja übelst ab, die Dinger. Und wenn die dann sind, dann kommt der hier. Noch mehr Durchbruch, mehr Geschwindigkeit. Noch mehr Verteidigung. Ey, die sind schon geil, die Dinger. Noch mehr, die sind genauso schnell wie der andere. Boah, ist schon heftig. Ne, müssen wir machen. Dann brauchen wir aber jetzt auch mal was, das was produzieren. Damit wir nachher dann die Sachen auch verbessern können. Also wir machen die mal voll. Und haben wir hier irgendwo noch Militärfabriken? Ich glaube hier. Okay. Wir bauen mal noch mal ein paar. Bevor der andere Rest kommt. So, Manpower ist immer noch am Auffüllen. Sind auch immer noch nicht alle richtig voll, aber es füllt sich schon mal wieder langsam. Das ist sehr gut. Da. Mehr Luftabwehr. Da sind wir noch voraus. Den Tiger brauchen wir nicht. Der E50 wäre natürlich GG. So, hier sind wir, glaube ich, durch gewesen. Jawohl. Muss ich den denn auch herstellen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wir machen mal kurz das Flak noch. Wie sieht's denn hier aus? Ja, die verbessern wir alle. Alter, wir haben ja Mega-Radar hier. Das geht schnell. Wenig Mannstärke, wir sind im Krieg, das ist okay. Aus. Ich wollte gerade sagen, es sieht so aus, als wenn alle voll sind. Nee, hier fehlt noch ein bisschen was, oder? Ja, die Mannstärke muss noch alles. Russische Föderation. Ne. Ich guck mal, ob ich hier irgendwie rauskomme. Ne. Kommt man irgendwie aus dem verdammten Krieg raus?
Das sieht sehr schlecht aus. Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vereinigten Königreiche. Wir können nicht raus, weil wir Krieg führen. Das ist ja natürlich Abbau der Maginot-Line. Das kriegen wir da irgendwie. Das können wir uns mal aufheben. Die mögen uns auch nicht wirklich. Ne, das passiert auch nicht. Okay. Tja, wir können nichts machen. Was wir erstmal noch machen können, sind unsere Truppen auffüllen. Sind es die Guten hier? 11K, 20er Gefechtsbreite, ja. Bereit. Da sind schon 4 Wagen, das ist okay. Immer wenn ihr hier so drüber hovert, dann könnt ihr sehen, was da schon drin ist. Hier sind noch gar keine Wagen drin. Machen wir ruhig mal alle rein da. Wir nehmen mal eins. Eins, zwei. So. Was ist los? Hier haben wir auch wieder 4. Perfekt. So. Mechanisiert. Geht noch nicht los, weil wir noch keine Dings haben. Die sind aber alle voll, das heißt, der füllt sich als nächstes auf. Wir haben auch alle Sachen, die wir brauchen. Mehr als genug. Das heißt, wir packen jetzt quasi alles in der Bank. Wir haben so viel Ausrüstung zur Verfügung. Die sind auch alle verbessert schon. Wir haben auch wieder sehr viel Mannstärke, sehe ich gerade. Holy shit. Die sind jetzt alle echt voll, ja? Sieht so aus. Cool. Dann einmal kurz die, die voll sind, kurz mal trainieren, bitte. Dass hier alle wenigstens irgendwie auf demselben Stand sind. Ja, weil da sind noch ein paar komplette Rookies dabei. Wir müssen wirklich versuchen, so gut wie möglich hier alles hinzukriegen, obwohl die sind noch nicht voll. Machen wir wieder ein bisschen Mie. Nö, ist alles gut noch. So, ey, echt, die Mannstärke füllt sich echt gut auf. Mannstärke gesamt, wir haben 6 Millionen theoretisch zur Verfügung. Und unsere Armee besteht aus 2,2 Millionen. Also theoretisch haben wir eigentlich noch sehr viel Mannstärke. Die muss erstmal nur wieder ein bisschen nach oben schießen. Da müssen wir mal ein bisschen. Ist wie gesagt ganz gut, dass wir mal kurz durchatmen können. Also ich muss mir keinen Kopf um Spanien machen, theoretisch, und keinen Kopf um Dänemark. Aber alles andere hier fehlt noch komplett. Also mir fehlen definitiv noch 3 oder 4 Armeen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz. Die sind da und die sind da. Perfekt. Ich nenne es mal Belgien, dann weiß ich wo. So, und hier unten sind sie jetzt schon sogar zu 5. Da muss ich noch mehr mal hinbauen. Das brauchen wir eigentlich alles nicht mehr.
Das brauchen wir auch nicht mehr. Der Panther wird gemacht. Das ist noch in der Zukunft. Hier können wir machen. Okay. Problem ist natürlich auch, wir müssen unbedingt diesen Krieg beenden. Das gibt's doch nicht. Was machen die denn da jetzt eigentlich? Die kommen da nicht rüber. Die hocken hier wahrscheinlich mit ihren 20 Millionen Einheiten. Und jede Landung ist eigentlich komplett für den Arsch. Das heißt, wenn es richtig schlecht läuft, dann kann ich hier irgendwie gar nichts machen. Was ja kompletter Blödsinn ist eigentlich. Ja, ist okay. Der Panther. Da sind wir noch ein bisschen zu weit in der Zukunft. Das könnten wir mal machen hier. Okay, wenn ich das jetzt hier bearbeite und ich tausche die hier gegen die mittleren Panzer aus, die Organisation geht extrem nach unten. Dafür geht alles andere extrem nach oben. Wie sieht es denn aus, wenn ich, wenn ich den hier wegmache gegen den mittleren Panzer? Moment. Boah, da steigt auch alles nochmal. Vor allem die Panzerung geht nach oben. Durchschlagskraft geht nach oben. Treibstoffverbrauch wird ein bisschen mehr. Wir sind, glaube ich, nicht mehr ganz so schnell. Haben wir denn hier noch? Wir nehmen es mal so. Was könnte man euch hier noch geben? Vielleicht Flugabwehr? Moral geht ein bisschen runter. Mach mal. Können wir euch hier noch irgendwas geben? Ne, die sind schon 20er Breite. Hm. 2 Jahre. Och. Das dauert auch noch ein Jährchen. Da haben wir eh keinen Platz mehr für. Das ist zu krass. Wir nehmen mal das Bessere davon. Flugzeugträger haben wir nicht. Hm. So, hier sind wir ja fertig. Da sind wir auch alle fertig. Tja, gute Frage, nächste Frage. Flugzeuge sind auch übelst am Durchdrehen. Aber wir haben noch was frei. Haben wir einen Marinebomber? Ne. Ich mache auch mal einen Marinebomber mit rein. Lassen wir den mal kurz voll machen. Ihre Befehle? Nice Panzer. Dann haben wir noch 4, die können wir mal hier mit dran stellen, dann sind die auch voll. Ich habe echt keine Ahnung, wie wir da jetzt rauskommen aus der ganzen Misere hier.
fast fertig. Das sind die Kleinen hier, ne? Ja. Die Unterdrücker sind das quasi Vorlage 1. Ganz kurz mal gucken. Das Unterdrücken hilft nichts anderes. Okay, dann brauchen wir da auch nichts reinstellen. Aber ich glaube, ein Ticken. Können die ja mit reinmachen. Guck mal, die Unterdrückung geht hier komplett weg. Nee. Kavallerie ist doch besser. Hier sind wir über 10. Wir machen es mal so. Ihr kommt da oben mit rein. Irgendjemand, der sich verschanzen kann. Mal ganz kurz. Hackhalsig. Hier hinten kämpfen ja welche, das ist egal. Ich brauche halt jemanden, der hier komplett alles, die ganze Küste dicht macht, dass die hier nirgendwo irgendwo komisch landen können. Ich brauche 114 dafür. Und wenn du keine Siegpunkte nimmst, das ist mir auch egal. Die Luftdinger sind mir auch egal. Eigentlich ist mir die Küste wichtig. Dann brauchst du 74, na dann viel Spaß. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Muss ich jetzt hier die Dinger... Ja. Ist im Vergleich zur Batterienherstellung weniger treffgenau und hat beim Dorfer großen Schuss und dafür kann sie Ziele aber mit mehreren Raketen gleichzeitig treffen. Wir können ja mal welche bauen. Dann brauchen wir aber noch mal ein paar. Ja, wir sind noch am Bauen, okay. Die haut er noch voll, das ist okay. Na, jetzt haben wir natürlich nichts mehr, was war. Wir haben super viel. Ich mach mal hier noch mehr. Ruhig in Berlin und du gehst gleich mal hier rein, ja. Und wir machen 70 braucht der. Also das Ganze machen wir mal ruhig 7 Mal. Dann bilden wir noch eine normale aus mit 10. Das Ganze machen wir noch 4 Mal. Hey Quatsch, 6. Auch ruhig in Berlin. Berlin, danke. 6 Mal und davon bitte 4, auch 6 Mal. Auch in Berlin und davon bitte auch 4. Auch in Berlin. Und go. Wie gesagt, wir haben genug Zeugs, das müsste eigentlich locker reichen.
Achso, die trainieren ja hier noch, ne? Hm. Ja, das kann reichen hier. Die müssen auf jeden Fall nochmal durchstarten. Die sind eigentlich egal. Das ist okay. Na, ihr könnt ruhig noch ein bisschen. Tja, hm. Die einzige Möglichkeit, die ich jetzt noch sehe, ist, dass wir... Okay. Dass wir selbst versuchen, irgendwie da reinzukommen nach Japan. Ich habe keine Ahnung, wie hier wer was irgendwie schaffen will. Sag mal, was ist mit den Russen jetzt los hier? Südschub. Ich meine, wenn sie mir den Krieg erklären, dann können wir alle unsere Einheiten noch mit rüber schieben. Das ist kein Problem. Aber ich will eigentlich hier was machen. Mach mal einen Atomreaktor, keine Ahnung. Das ist eigentlich alles völlig egal. Die sind hier noch am Bauen. Die nächsten, die fertig werden, dann machen wir dieses Ding. Okay. Ja, dann würde ich auch mal sagen, machen wir mal Marineinfanterie. Die brauchen wir jetzt vielleicht. Ach, hier weiß ich auch nicht. Millionen. Okay. Ja, ich verstehe nicht, warum die alle hier sind. Warum versucht hier keiner mal irgendwie Japan anzugreifen? Kommen die hier irgendwie hin? Kann ich das hier irgendwie wegmachen? Ich würde mich mal kurz versuchen, ob wir hier zum japanischen Meer kommen. Das japanische Meer. Ich weiß nicht, ob wir die Stützpunkte hier benutzen können oder nicht. Ja, wir verbrauchen auf jeden Fall gerade was. Ich glaube, die fahren gerade hin. Bin mir aber nicht sicher.
hier mal kurz alle möglichen. Wir hauen mal die Jäger hier rein. Und dann machen wir hier mal, na nicht 500, aber vielleicht, nö, 100. Also mal ein bisschen überladen. Mach mal, ja, machen wir mal so. Vielleicht wollen wir hier dafür sorgen, dass die die Seeüberlegenheit haben. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen was raus. Ups. Keine Ahnung. Ansonsten sieht es echt schlecht aus. Alternative wäre, wenn wir vielleicht faschistisch wären. Vielleicht können wir dann irgendwie aus der Dings rausgehen. Das ist echt traurig, ey. Wir kommen hier nicht weg. So, das wird alles verbessert. Das ist gut. Zuhören. Nee, der ist noch dabei, das ist okay. So, ihr seid fertig. Ja, in dem Moment können wir auch noch warten. Das muss auch noch und die müssen auch noch. Alter, der hat 1000 Panzer drin, holy shit. Okay. So, wie sieht's hier aus? Mehr als grün. Bis auf Raketenartillerie haben wir eigentlich alles super in der Bank. Vielleicht noch ein paar mehr mittlere Panzer. Ich glaube, die sollte ich mal erhöhen. Ja, wir brauchen noch einen Ticken. Ein Ticken mehr. Wenn wir die haben, dann sollte das eigentlich reichen. So, wie sieht's jetzt hier aus? Sind die da irgendwie unterwegs oder nicht? Oder doch? Ja. Und die haben auch komplett alles eingenommen hier. Das heißt, in der Theorie haben wir hier die Überlegenheit. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir hier so eine Landeoperation mal starten können. Sind bestimmt 1000 Einheiten hier hinten drauf, ey. Das ist, glaube ich, völlig unmöglich, das hier einzunehmen. Ich glaube, die Amis, die versuchen hier immer schon. Keine Transporte. Düsenflugzeuge.
Machen wir Landungsfahrzeuge. Vielleicht können wir da irgendwas machen. Zehn Divisionen, acht Transporte. Wir versuchen es einfach mal. Anders werden wir das Ding hier, glaube ich, nicht besiegen. Vielleicht, wenn wir die Transporte da mehr erforschen, vielleicht klappt es dann besser. Auf jeden Fall haben wir die Luft- und Seehoheit. Von daher bin ich da recht entspannt, was das angeht. Nicht, dass man, aber also wir müssen einfach nur landen. Beziehungsweise hoffen, da zu landen. Und dann einfach gucken, ob wir da eine Landungsbrücke quasi machen, dass alle anderen Einheiten dann einfach hinterherkommen. Wir bleiben einfach nur stehen und verteidigen jetzt quasi. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier aber erstmal einen Cut rein. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. So, hier wird alles noch erforscht. Das ist alles theoretisch voll. Das können wir noch machen. Abbau der Maginot-Line machen wir noch nicht. Den Rest sparen wir uns einfach mal. So, 2,3 Millionen. Das hat sich auch wieder erholt. Und es steigt sogar noch. Also sehr gut. Die Sachen steigen auch. Wenn jetzt noch hier unsere Einheiten noch sich ein bisschen schneller Westwall. Haben wir hier noch irgendwas, was wir machen können? Mehr Schiffswerften. Wir können das ja mal machen. Okay. Oh, hier. Das heißt, wir wollen jetzt mal noch unbedingt den, nicht den Leopard, sondern den mittleren Panzer. Machen wir mal so. Angetreten. So, meine Einheiten sind noch unterwegs ans andere Ende der Menschheit. Ich glaube, wenn ich hier diese Marine, nee, Landungsfahrzeuge habe, Vorbereitungszeit für Invasion, Verteidigung, Invasion, Flotteninvasionskapazität plus 40, ja. Okay, noch jemand, der den Alliierten beigetreten ist? Okay. Ja. Senegal, okay. Das ist echt heftig, ey. Ich darf überlegen, ob ich noch kurz warte. Aber wir können es ja einmal versuchen. Wenn nicht, dann bleiben die ja eh hier stehen. Aber ihr könnt ruhig mit nach hier hinten kommen. Das für den Fall, dass die das jetzt nicht schaffen. Wir warten dann auf die Forschung. Wenn die fertig ist, dann schicken wir die ganze Division halt quasi rüber. Beziehungsweise versuchen wir das. Oh Mann, ey. Die haben hier 20 Millionen Einheiten zu stehen. 100 pro. Das ist völlig unmöglich. Hm.
Da sind wir fast dran. Da bin ich mal gespannt. Ach, immer mehr Alliierte, ist auch nicht so cool. Da braucht kein anderer hier Krieg. Es kommt halt immer mehr auf unsere Seite, aber irgendwie... Was soll es bringen, ne? Ich will jetzt einmal noch mal sehen, ob die das hier schaffen oder nicht. Da kommen sie nämlich an. Kommen sie an? Ja, hier oben. Der hier, wir machen mal ein neues Kriegsding und schreiben mal hier in Japan. Sehr schön. Sagt hier, kann ich so einen Kack noch machen hier, das ist okay. Haben wir noch einen Feldmarschall? Oh ja, hier. Der soll hier mal sein Bestes geben. Marinebomber, strategischer Bomber. Ja, da stehen viel zu viele Einheiten. So, warte mal. Kommen sie gerade rüber. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier landen soll. Vielleicht hätte ich es hier versuchen sollen und nicht gerade in so einer Siegregion. Also so einer Hauptstadt oder irgendwas. Guckt euch das an hier. Wie soll man denn da durchkommen? Ja, wir müssen auf das hier unten warten. Ey, das gibt's ja nicht, ey. Oh, wir haben verloren, was? Wir haben U-Boot verloren. Kann man das abbrechen? Ich verliere, glaube ich, meine Einheiten. Ja, beweg dich mal zurück. Eieiei, okay, das klappt ja nun nicht wirklich. Ihre Befehle? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich muss die mal doch woanders hinstellen, hier so. Nicht, dass die sich jetzt hier... Zuhören.
Ach nee, die gehen ja automatisch da rein. Ah, okay. Moment, bla bla, 20, bla. Schicken wir mal die noch nach. Ach nee, das sind. Nee, stimmt, das waren die. Shit. Nee. Den muss ich mal hier machen und den hier und ihr könnt da alle mit rein. Glaube, ich schicke den auch mal mit nach hier unten. Müssen wir dann in der nächsten Folge machen. Das ist ja echt ärgerlich. Okay, noch 29 Tage. Das wird ja der absolute Horror. Na, das wird ja interessant. Dann verliere ich jetzt hier mehr oder weniger durch Japan, weil die sich hier so eingeigelt haben, dass man die überhaupt nicht bezwingen kann. Ich habe keine Ahnung, wie man hier aus dem Krieg rauskommt. Das gibt's doch nicht. Kann man nicht irgendwie mal sagen, hier, ich will nicht mehr, keinen Bock mehr, lass mich in Ruhe. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Mal hier alle Register ziehen hier. Vielleicht brauche ich mal die Marineinfanterie noch. Aber machen wir jetzt aber erstmal hier einen Cut rein. Ja, das wird echt spannend. Holy shit. Das ist echt ein bisschen dumm. Da muss ich mich mal, glaube ich, belesen, wie man es da schafft, aus dem Krieg rauszukommen. Und pff, ohne dass man in Japan hier. Oh, Alter, die gibt es ja gar nicht. Gar nicht wissen, wie viele Einheiten die haben. Weil das ist ja echt. Du kommst doch da nie rein. Nie im Leben. Irgendwas, was uns hier helfen würde. Oh, hier weniger Ausbildungszeit. Das könnten wir mal nehmen. Okay, dann machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken. Wenn ihr irgendwie Tipps oder Tricks habt, ruhig rein in die Kommentare. Würde mich echt freuen, weil ich sehe hier gerade momentan nicht, wie wir hier irgendwas schaffen sollen. Dann bedanke ich mich trotzdem erstmal fürs Zugucken. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge trotzdem wieder einschaltet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bye, bye.